Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales 2. Wir haben im letzten Part Strom erzeugt und reden jetzt wieder mit Gulliver, um zu schauen, was er so jetzt dazu zu sagen hat. Hallo Wilbur. Wir haben Strom. Ich bin der Herr des Stroms. Wie bitte? Wir haben wieder Strom. Tatsächlich? Ist dir nicht aufgefallen, ne? Und? Ah. Sieht gut aus. Wir sind wieder im Geschäft. Sobald wir das andere Problem gelöst haben, können wir die Lieferung fertig machen. Andere Problem? Es gibt noch ein Problem? Jorge hat vor 2 Tagen seine Bestellung geändert. Anstatt schwarz müssen die neuen Tafeln flauschig und pink sein. Flauschig und... Ach. Und nun? Es ist das Gesetz, meint Jorge. Esther sucht schon nach einer Lösung. Frag sie bitte, wie weit sie ist. In Ordnung. Aber sobald wir das Problem gelöst haben, können wir hier raus? Natürlich. Sobald wir eine Lösung haben, sind es nur noch 2, höchstens 3 Wochen und die Lieferung ist fertig. Es muss schneller gehen. 2 bis... Was? Wenn alles glatt läuft, schaffe ich 3 Tafeln am Tag. 4, wenn ich Nachtschichten einlege. Ein paar sind mehr oder weniger fertig. Jorge will 80 Stück. Ich will hier weg. Und ich will keine 3 Wochen warten. Man bekommt nicht immer alles, was man will. Vielleicht kannst du mir später beim Schneiden des Felsens helfen. Dann sparen wir vielleicht 2 Tage. Aber... Naja. Na, klasse. 2 bis 3 Wochen. Tja, Wilbur, ich würde sagen, dann müssen wir durch. Und wir können jetzt zu Esther gehen. Na? Gucken, wie Esther jetzt aussieht. Immer noch wie damals. Du musst Esther sein. Oder Esther. Ih, die Maden aus... Hi, Nate. Tut mir leid, wenn ich dich vorhin erschreckt habe. Ich helfe Gulli bei eurer Tafellieferung. Wie sieht es mit den flauschigen Bezügen dafür aus? Gulliver hat versprochen, mich mit an die Oberfläche zu nehmen, wenn ich euch dafür bei der Lieferung helfe. Er meinte, du machst die flauschigen, pinkfarbenen Bezüge für die Tafeln? Oh, ich bin noch nicht so weit. Und es sind keine Bezüge. Ich versuche, eine flauschige Farbe zu mischen. Ah. Eine flauschige Farbe? Wie soll das aussehen? Ja. Hier unten gibt es kaum flauschige Stoffe oder Felle. Aber alte Farben und Chemikalien gibt es zuhauf. Ich habe noch nie von flauschiger Farbe gehört. Ich bin auch gespannt, wie die auszusehen hat. Es gibt warme Farben, kalte Farben, knallige Farben. Warum sollte es nicht auch flauschige Farben geben? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob eine flauschige Farbe der richtige Weg ist. Es ist der einzige Weg. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ich bin sicher, ein guter Alchemist hätte schon längst die richtige Mischung gefunden. Ich kenne jemanden, der sich mit Alchemie gut auskennt. Hier, Mrs. Tatsächlich? Würde Essel. Er uns helfen? Sie? Ich, glaube nicht. Sie ist Köchin im Rattenlager. Ach, die alte Geschichte. Okay, warum mögt ihr euch, warum mögt ihr euch nicht? Ihr Zombies und Ratten, meine ich. Die Ratten sind sehr nett und auch mit euch kommt man doch gut klar. Warum mögt ihr euch nicht? Das ist alles ganz blöd gelaufen. Als wir hier ankamen, hatten wir eine sehr lange Reise hinter uns. Wir hatten uns in den Müll gelegt, um etwas auszuruhen. Irgendwann bin ich aufgewacht und sah eine Ratte, die an einem meiner Finger knabberte. Sie muss mich für einen weggeworfenen Leckerbissen gehalten haben. Aber das habe ich erst später verstanden. Ich habe mich sehr erschrocken und laut geschrien. Und dann? Gulliver ist aufgesprungen, um mich zu verteidigen. Dabei stieß er einen Stapel Schrott um, der sowohl ihn als auch das Bein der fliehenden Ratte unter sich begrub. Gulliver stieß wüste Drohungen aus und versuchte, sich unter dem Müll zu befreien. Ich ging zu der kleinen Ratte, um ihr zu helfen. Sie muss Panik bekommen haben.
Sie nagte sich ihr Bein ab und hoppelte davon. Das ist eine tragische Geschichte. Seitdem glaubt Gulliver, die Ratten hätten es auf uns abgesehen. Er will mich beschützen. Er lässt keine der Ratten in die Nähe unseres Lagers und hat Nate und mir verboten, mit ihnen zu sprechen. Tja, dann sind wir jetzt wohl der Vermittler sozusagen. Aber wenn dir Ethel, die Köchin, helfen wollen würde, würdest du dir helfen lassen? Klar, warum nicht? Wir dürfen nur Gulliver nichts davon erzählen. Er würde nie eine Ratte in unserem Zuhause akzeptieren. Das ist das kleinere von beiden Problemen. Das größere ist Ethel. Ja, das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Ich finde es toll, was ihr euch hier aufgebaut habt. Die Werkstatt, diese Höhle. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Und es reicht aus. Ein kleines Heim für eine kleine Familie. Gulliver sieht das, glaube ich, anders. Er plant schon euer Leben in einem Palast, wie mir scheint. Er ist sehr optimistisch. Ich denke, wir sollten zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wenn man immer nur von der Zukunft träumt, verpasst man das Hier und Heute. Da hast du recht. Leben ist das, was mit dir passiert, während du andere Pläne machst. Ja, Träume schaden aber nicht, das stimmt. Schon. Aber ihr habt etwas Besseres verdient. Warum solltet ihr euch damit zufrieden geben, auf einem Schrottplatz zu leben? Naja, wir sind Zombies und wir haben kein Geld. Wir sollten froh sein, überhaupt hier sein zu dürfen. Es sollte keine Rolle spielen, wer ihr seid. Ihr werdet es schon schaffen. Okay, was hält sie denn von Jorge, genau? Gulliver ist ganz begeistert von Jorge. Ja, er glaubt, er wird uns helfen. Sie nicht. Aber du glaubst das nicht? Was weiß ich schon. Ich bin nur ein einfaches Mädchen, das für seine Familie sorgen will. Aber mir wurde der Kopf abgeschlagen, nur weil ich ein Zombie bin. Ich weiß nicht, ob uns die Leute in Seefels mögen würden, egal wie sehr wir uns anstrengen. Naja, es war sie ja vorher schon ein Zombie, bevor sie den Kopf wieder im ersten Teil dran genäht haben. Ah, okay. Ja, gut. Selbst wenn du die richtige Farbe findest, Gulliver meint, es würde noch Wochen dauern, bis die Lieferung fertig wäre. Es ist harte Arbeit und Gulliver arbeitet so schnell er kann. Es muss doch einen schnelleren Weg geben, die Tafeln zu bauen. Seine Dampfmaschine. Der Meinung ist Nate auch. Deswegen hat er den Konstruktor gebaut. Nur leider funktioniert er nicht. Damit würde es schneller gehen? Pipidilüt. Naja, ganz so schnell wohl nicht. Ein paar Stunden würde es immer noch dauern. Nur noch ein paar Stunden oder von Wochen auf Stunden? Das ist doch mehr als optimal. Nate und Gulliver scheinen Gnomenblut in den Adern zu haben. Nein, Nate hat gar kein Blut. Bei Gulliver könnte vielleicht noch irgendwo was kleben, aber... Was kleben? Das meinte ich nicht. Ich meinte, dass beide gern Dinge erfinden. Das stimmt. Früher haben sie oft zusammen gebastelt. Aber jetzt, wo Gulliver so viel zu tun hat, hat er dafür keine Zeit mehr. Dröhnt. Ich weiß. Aber der Papa arbeitet ja nur so viel, damit er später mal mehr Zeit für dich hat. Ja, aber jetzt sind wir ja da. Ich schlage vor, du machst erstmal weiter. Ich schaue so lange, ob ich Ethel für unsere Sache begeistern kann. Tu das. So. Mach's gut, Nate. Und? Vor uns Gnomen muss man keine Angst haben. Ja, Nate. Wilbur ist ein Gnom. Die kennst du doch aus deinem Buch. Nate hat ein Buch über die Rassen Aventasiens. Es ist sein Lieblingsbuch. Ich muss ihm jeden Abend daraus vorlesen. Jeden Abend aus dem Buch mit Rassen. Ja, ein Gnom. Wie er sich freut, der kleine Nate. Gnome. Herrlich.
Niedlich. Nate glaubt, endlich einen anderen Erfinder gefunden zu haben. Erfinder? Alle Gnome sind Tüftler und Erfinder, steht in dem Buch. Naja. Oh Mann. Was liegt denn da, ein Fahrrad? Esther hat einen Haufen verschiedener Farben und Lacke organisiert. Ach, wie sah das denn gerade aus? Ob sich daraus aber tatsächlich die gewünschte Farbe mischen lässt, weiß ich nicht. So. Was ist das hier? Eine Karte von Aventasien. Das Intro. Nate hat sie gebaut. Er stellt sich gerne vor, wie er all die Orte besucht. Er war noch nie da oben, oder? Nein. Aber ich erzähle ihm jeden Abend davon. Und er hat seine Bücher. Die Malen sind echt leicht eklig. Die Karte ist aus altem Blech und Metallteilen zusammengebaut. Es muss ewig gedauert haben. Ich hoffe, Nate bekommt eines Tages die Möglichkeit, ein paar dieser Orte zu besuchen. Ja, ich denke schon. Ein kleiner Kantschlüssel. Achso. Nate muss ihn für die Konstruktion der Landkarte benutzt haben. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir ausleihe. Ach, wie sie gerade geguckt hat. So, was haben wir hier noch? Mit Esther möchte ich nicht reden. Eine Halterung. Esthers Ausrüstung ist nicht schlecht. Ihr scheint es hauptsächlich an Erfahrung zu mangeln. Was? Brauchst du diese Halterung, Esther? Ich weiß nicht. Brauche ich? Nein. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich brauche sie. Woher weißt du das? Ja, wollte ich gerade wissen, wollte ich auch gerade fragen. Steht in der Komplettlösung. Haha, geil, Demo. Wenn es in der Komplettlösung steht, dass ich das Ding mitnehmen soll, tue ich das. Steht in dieser Komplettlösung auch, wie ich die flauschige Farbe mixen kann? Bestimmt. Klar. Warum schauen wir dann nicht nach? Wo wäre da die Herausforderung? Ich glaube, du machst dich nur über mich lustig. Ah, oh, geil. Aber nimm es gerne mit, ich brauche es nicht. Kleiner Smalltalk über Komplettlösung, herrlich. Was haben wir hier, ein Porträt? Ein selbstgemaltes Porträt. Frankensteins Monster, oder? Sein. Ist das Frankensteins Monster? Keine Ahnung. Was haben wir denn da? Der kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Das sieht aus wie eine Waage, wie sie von einigen Händlern auf dem Markt benutzt wird. Aber diese ist kaputt. Eine der Schalen fehlt. Siehst, ach, das ist eine Waage. Nee. Hä? Soll ich mal schauen, ob ich eine zweite Schale für die Waage finden kann, Esther? Ach nein, lass mal. Ich mische die Farben nach Augenmaß. Kannst die Waage aber gerne mitnehmen, wenn du willst. Hm, vielleicht ist sie nützlich. Danke. Wo ist sie? Was ist, hä? Ach, dieses Ding. Ah, das sollte eine Waage sein. Warum nicht? Ja, das könnte ich mir gerade, weil hat gerade so schön gepasst. Okay, was haben wir noch? Erstmal die Maschine, also hier. Lass mich raten. Das hier ist eine von Nates Erfindungen. Aber klar. Sie macht uns jeden Morgen Frühstück. Hat sie funktioniert? Sagen wir so. Als nächstes wünsche ich mir eine Maschine, die nach dem Frühstück die Küche putzt. Das wäre auf jeden Fall was. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Erfindung von Emmett Brown. Von Zurück in die Zukunft. Ich weiß nicht, auf wie wegen diesen Eier, blub, blub, was gleich in eine Pfanne fällt. Oh, Nate fühlt sich häufig allein, wenn Gulliver und ich arbeiten müssen. Wir dachten, ein Vogel könnte ihm vielleicht Gesellschaft leisten. Ich komme gut damit voran. Ich habe schon einen Fledermausflügel und ein paar Froschaugen gefunden. Das dachte ich mir auch gerade so. Es ist feiner weißer Meeressand. Den kann ich mir nicht einfach so in die Tasche stecken. Ich brauche einen Behälter oder so etwas. Okay, haben wir da irgendwie... Ja, das leere Säckchen. Ah, und dann mit der Halterung. Ein paar Handvoll Sand soll also reichen. Also in dieser Höhle. Bilder von Nate, würde ich sagen. Die meisten zeigen Bäume, Blumen und Wolken. Ja, Nate kann irgendwie alles, wa? Bestimmt nicht leicht für Nate. Er hat den besten Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Aber keine Spielkameraden. Na, der Arme, ne? Okay, gehen wir mal raus. Ja, den Gnomen.
Mein Sohn meint, du könntest ihm vielleicht bei seinem Konstruktor helfen. Ich habe ihm gesagt, dass du meinst, du seist kein Erfinder. Aber immerhin hast du für Strom gesorgt und Nate meint, alle Gnome seien Erfinder. Naja. Theoretisch ja. Praktisch bin ich praktisch überhaupt nicht praktikabel. Aber der Konstruktor könnte uns viel Arbeit sparen, wenn er liefe. Und du hattest es doch eilig. Ja. Ich könnte ihn mir ja mal ansehen. Wo liegt das Problem? Wir brauchen einen starken Keilriemen. Alle, die Nate bisher ausprobiert hat, sind gerissen. Und wir brauchen Kohle für die Dampfmaschine. Ah. Holz und Müll brennen nicht heiß genug. Ob die Maschine dann allerdings funktioniert, kann ich nicht sagen. Nicht alle von Nates Erfindungen funktionieren auf Anhieb. Hey! Keilriemen und Kohle. Klingt machbar. Ja, ja. Aber denk dran, dass wir auch noch die flauschige Farbe brauchen. Mhm. Wie könnte ich das? Die Arbeit hört nie auf. Nee. Wie es aussieht, hast du Unterstützung. Stellt keinen Blödsinn an, Jungs. Das ist schon mal... Entschuldigung, bitte. Das ist schon mal schön, dass wir jetzt mal Unterstützung haben. Nimm einen Brocken. Ich brauche einen Brocken vom intelligenten Stein, Gulliver. Für den Konstruktor? Natürlich, nimm nur. Ich weiß nicht, ob wir den dafür brauchen, aber wir können den einfach nehmen. Also haben wir mal mitgenommen. Hey, Nate! Was kann man mit Nate? Ich habe die Landkarte gesehen, die du gemacht hast. Wobei, Landkarte kann man das ja nicht nennen. Es ist fast eine Miniaturwelt. Ja, all die Berge und Wälder und Städte. Und das hast du alles nur aus Büchern und den Erzählungen deiner Eltern? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, noch nie diese Unterwelt verlassen zu haben. Blauer Himmel, grüne Bäume, frische Luft. Dir steht eine Menge bevor. Ich bring dich hier raus, Nate. Versprochen. Ich frage mich echt immer, woher können die sich verstehen? Das ist genauso wie mit Nate, also dem richtigen Nate, und dem Vieh, dass die sich verstehen. Das sind so Sachen, das ist ein großes Mysterium. Ich weiß, was Erfindungsreichtum und Ehrgeiz alles bewerkstelligen könnten. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Aber der Konstruktor, das ist wahrlich ein beeindruckendes Stück Technik. Ja, wenn wir ihn zum Laufen kriegen, sollte die Lieferung im Handumdrehen fertig sein. Sollte. Wie du schon sagtest, sollte. Was fehlt noch, damit der Konstruktor seine Arbeit aufnehmen kann? Na, Kohle, Keilriemen. Stimmt. Kohle für die Dampfmaschine und ein kräftiger Keilriemen. Ja. Okay. Dann gehen wir mal raus. Raus, hätte ich gesagt. Da zum Schrottplatz. So, wie kriegen wir ihn jetzt da hoch? Also, ich weiß nicht, ob wir ihn da hochkriegen. Der Keilriemen doch. In Ordnung. Dann müssen wir... Vielleicht kann er uns irgendwie helfen. Hey! Oder haben wir Nate hier drinne? Kommen wir ja nicht ran. Das Holzbrett? Ich brauche bestimmt Nägel, um die da dran zu machen oder so. Hä? Betracht das kleine Etwas. Das ist... ein Feuerwerkskörper. Ah, um die Kohle abzusprengen. Als der Krieg vorbei war, gab es eine große Siegesfeier in Seefeld. Mit jeder Menge Raketen und Knallfröschen. Es brachen mehrere Feuer aus und die Stadt wurde stärker in Mitleidenschaft gezogen als zu irgendeinem Zeitpunkt des Krieges. Zu feiern habe ich nichts. Aber vielleicht kann ich das Schwarzpulver mal gebrauchen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, zum Sprengen der Kohle. Da ist noch ein Feuerwerkskörper. Hey! So, da steckt auch noch mal einer drinne. Hey! So. Nein, auf den Tellern sind erst recht. Geht nicht. Nun gut, dann mach ich erstmal Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, belohnt mich ruhig mit dem Daumen nach oben und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut.